Die Stadt der Türme und Tore, das Herz Oberschwabens, wurde 1276 unter Rudolf von Habsburg freie Reichsstadt, erhält und erwirbt sich wesentliche Privilegien, wird auch erstmals politisch aktiv, indem es sich zum Schutze gegen die Übergriffe schwäbischer und bayerischer Herzöge den 21 Städten des Schwäbischen Städtebundes anschließt und sich mit den deutschen und schweizerischen Bodenseestädten verbindet. Die Zeit der Reichsunmittelbarkeit und Unveräußerlichkeit ist der Beginn des Ravensburger Aufstieges. Aber bereits 24 Jahre früher, also 1152, erhielt Ravensburg die Marktrechte unter Rudolf von Habsburg und im Jahre 1286 das Recht, einen Wochenmarkt auf den Samstag zu halten. Ein Recht, dessen heute noch bestehende Gültigkeit wir jeden Samstag farbenfroh, laut und betriebsam erleben können. Es macht Spaß, durch ihn sich hindurchtreiben und schieben zu lassen, zumal er sich nahezu noch am gleichen Platz befindet wie zu Zeiten der Marktrechtverleihung. Hier ist noch echte Folklore zu finden. Hier Typen zu studieren, ihren oberschwäbischen Marktkommentaren zuzuhören, bietet ein rustikales Vergnügen. Spargel für 10 Mark, ein Spargel vom Kaiserstuhl. 3 Pfund 10 Mark. Halbe Melone, 4 Mark. Spitze, guck, ich schmeiß nochmal eine auf. Super. Schmeiß unten ein, ja. Das. Guck mal, 4 Mark für eine Melone. Was kriegt ihr da hinten für 4 Mark aus? Carmen, die süße Carmen aus Spanien. So tut ihr immer mit. Bitte die Klappe, füllen frei. Das ist viel länger. Ja, der Mann kann schon fahren. Ach komm. So richtig voll, dass so zu Kippen verdient ist und alles. Da gehen wir dann noch mit die Reinigung, die kehrt dann nämlich auf. Ah, ja, irgendwo muss ich ja Geld verdienen. Hier mache ich aber das Geld kaputt. Ich liege ich doch nicht ab. Das glaube ich, wie schnell ich so orange Geschichte. Das ist doch vom Rundfunk. Wunderschöne Spargel. 2 Spargel ist jetzt. 2 Pfund Spargel, 6 Mark. 2, hallo, sieht doch alle schön. Schauen Sie mal so einen schönen Spargel an, der ist ja geklaut. Schauen Sie mal, wie ich. 6 Mark Mittagessen, überlegt. 3 Mark 90, 2. Ja.
Ravensburg über die beiden Kriege hinweg unzerstört und abseits der großen Heerstraßen ist im Grunde seinem historischen Erbe als Kaufmanns- und Handelsstadt weitgehend treu geblieben. Gespinstmarkt, dem ursprünglichen Marktplatz, floss jahrhundertelang der Flattbach offen hindurch und war doppelt dienstbar gewesen, bevor er unter die Straße verbannt wurde. Schon vor dem Obertor trieb er Mühlen, darunter die Kollergänge der Papierer, deren Wasserzeichen mit dem Ochsenkopf eines der frühesten der deutschen Papierkunst ist. Daneben nahm er den Unrat vom Marktplatz auf, der sich vom Obertor bis an den Blaserturm erstreckte. Leute, Boden! Jedes Pünktchen ein Pünktchen. Wunderschöne Pfifferlinge, lecker. Hey Leute, jetzt gibt's Pfifferling, endlich gibt's Pfifferling. Durch die alten Markthallen, die die Verbindung vom Gespinstmarkt zur Marktstraße bilden, kommen wir anschließend zur neuen Markthalle, dem sogenannten Bauernmarkt, der erst vor einigen Jahren entstand und der im Gegensatz zum Wochenmarkt jeden Werktag stattfindet. Thank you.
In der Eichelstraße haben sich noch einige Blumenfrauen eingenistet. Bei schönem Wetter wird auf dem angrenzenden Marienplatz fast immer etwas geboten. Markttag vergeht, an dem keine standesamtliche Trauung im Rathaus stattfindet. Das gehört so zum Wochenmarkt wie die Händler und Bauern. Schon ist das nächste Brautpaar in Sicht. Als Jungvermählte kommen sie wieder heraus, stellen sich dem Fotografen und lassen den Reissegen über sich ergehen, der als Symbol der Fruchtbarkeit gilt. Am nächsten Samstag sind es andere Brautpaare. Im Gegensatz zu den Bauern, Händlern und Besuchern. Das sind meist dieselben. Ganz sicher sehen die gleichen Türme und Tore diesem bunten Treiben wieder zu.